Motivation die stärkste ist. Und glaub mir, bei vielen Jugendlichen, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum sie nicht überleben. Das ist der Grund, warum sie nicht in der Lage sind, die Religion zu praktizieren. Weil die Liebe zu Allah zu schwach ist. Der hat gehört, Angst, oh ja, Hölle. Aber dann kommt der Shaitan, der sagt, du kommst irgendwann raus aus der Hölle. Kein Problem. Ich habe mit einem geredet, subhanallah, ein Muslim. Der hat zu mir gesagt, ich bin ein guter Mensch, subhanallah. Ich habe nur einen kleinen Fehler. Klitzklein. Frauen. Subhanallah. Und dann sagt er, da muss ich mich bei Allah für gerade machen. Gerade machen. Der hat gedacht, der hat es mit dem Türsteher zu tun. Gerade machen. Subhanallah. Du weißt gar nicht, mit wem du es zu tun hast, Achi. Du wirst am jüngsten Tag vor Allah stehen und die Hölle sehen. Und meinst, dann wirst du sagen, ich mache mich jetzt gerade und gehe 1 Million Jahre in die Hölle. Subhanallah. Achi, der Islam ist nicht verstanden worden. Liebst du Allah? Hättest du diese Sache für Allah gelassen aus Liebe, Achi? Wie kannst du diese Frau lieben, wo Allah das nicht liebt, was du tust? Wie kannst du diese Shahwa lieben, wo Allah das nicht liebt, dass du in diese Shahwa versinkst? Wie kannst du diese Sünden lieben, wo du weißt, dass der Geliebte, den du am meisten liebst, diese Dinge nicht liebt, Achi? Deswegen, was ist das Problem? Achi, wie kannst du deine Liebe zu Allah verstärken? Was ist die Methode dazu? Was ist die Methode? Die erste Methode ist, du musst Allah kennenlernen. Wie lernst du Allah kennen? Koran und Sunnah. Warum? Weil eine der wichtigsten Eigenschaften vom Koran, eine der wichtigsten Beschreibungen im Koran sind die Beschreibungen von unserem Schöpfer. Damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Alhamdulillah. Koran und die Sunnah, wo der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt. Da lernst du es. Denn wenn du Allah nicht kennst, dann kannst du auch Allah nicht lieben. Logisch, oder? Wenn ich dich frage, was ist dein Lieblingsessen, dann sagst du mein Essen, was du kennst. Du sagst nicht die mongolische Küche, die du noch nie gekostet hast, oder? Wenn jemand, ein Jugendlicher, kommt mit seiner Freundin an, wir wissen, Freundinnen haben ist im Islam verboten, oder natürlich das muslimische Mädchen kommt mit ihrem Freund an, ist ja mittlerweile genauso gegeben wie andersherum, nur heimlich, ja? Dann sagen wir, ja, warum liebst du diese Freundin? Dann sagt er, ja, die hat die und die Eigenschaften. Es kann nicht sein, dass du ihn fragst, warum liebst du die? Dann sagt er, du fragst, wie heißt sie? Weiß ich nicht. Wo kommt sie her? Weiß ich nicht. Wie sieht sie aus? Weiß ich nicht. Ja, du hast keine Freundin. Dann kannst du sie auch nicht lieben. Und du kannst Allah nur lieben, wenn du Allah kennst. Logisch, oder? So, aber was ist das Problem? Die meisten kennen Allah nicht. Warum? Warum nicht, Achi? Und das ist traurig. Das ist, weil der Satan uns ein großer Grund eingeflüstert hat in den Unterrichten, was über Islam geht, da etwas Wichtiges vor dem Wichtigsten zu stellen. Das Wichtigste ist, dass du weißt, wer Allah ist, dass du weißt, wer der Gesandte ist, dass du weißt, was Islam ist, dass du weißt, was im Akhira passiert. Aber was lernen wir als erstes? Alif, Ba, Ta, Tha. Das ist das Problem. Glaub es mir, Achi. Viele von den Jugendlichen hier, glaub es mir, ich frage euch, sind in die Moschee gegangen, 3, 4, 5 Jahre und die haben nichts gelernt, außer das arabische Alphabet. Aber das arabische Alphabet, davon wirst du keinen Taqwa kriegen. Und wenn ich frage, wer hat hier 3, 4 Jahre Unterricht in der Moschee Arabisch gehabt? Bitte aufzeigen. Okay, du bist sowieso Libanese, ne? Okay, die Libanesen sprechen sowieso ein bisschen Arabisch. Was bist du für ein Landsmann? Türk, okay, du... Ich will es auch keinen blamieren, weil ich wollte jetzt einen Satz auf Arabisch bringen. Verstehst du, was ich meine? Ich wollte jetzt einen Satz auf Arabisch bringen und ich bin mir sicher, ich habe es schon anders versucht, dass die Leute den Satz nicht verstehen. Ganz banaler Satz. Ganz banaler Satz. Ja? Wenn ich sage, min aina enta, dann weiß man vielleicht noch Bescheid. Weißt du Bescheid? Was heißt? Du hast auch gesagt, du hast Arabisch gehabt. Aber haben die, ja? Nee, wo kommst du her? Siehst du, Bruder? Das ist es. Ach, das ist... Nein! Aber guck mal, Bruder, das ist das, was ich meine. Bruder, ist keine Schande. Ich weiß, es geht allen hier so. Es geht so gut wie jedem hier so, der hier sitzt. Das ist ein ganz banaler Satz. Warum hat man den nicht gelernt? Ich kann dir sagen, warum. Bruder, weil der Arabischunterricht,
Davon kannst du nur profitieren, wenn du Arabisch lernen willst. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe in der Schule 4 Jahre Latein gehabt. Weißt du, was ich noch von Latein kann? Nichts. 4 Jahre gelernt. Warum? Weil mich das gar nicht interessiert hat. Du bist nur hingegangen, du musst ja eine zweite Fremdsprache haben. Französisch habe ich habe dann Latein abgewählt, war mir zu kompliziert gewesen, weil ich sowieso nie aufgepasst habe. Dann habe ich gedacht, okay, nimmst du Französisch als zweite Sprache. Ich habe 4 Jahre gehabt. Was kann ich davon? Je m'appelle Pierre, das kann ich. Das war's. Achi, bonsoir, bonjour, das war's. Was kann ich davon? Nix. Warum nicht? Weil ich Sprache nicht lernen wollte. So, jetzt komme ich mit einer Sprache, die super kompliziert ist. Arabisch. Das Ergebnis sehen wir. 30 Jahre Arabischunterricht in Deutschland. 2 Leute haben Arabisch gelernt. Das Ergebnis ist da. Warum? Weil die Leute gar nicht wussten, warum sie Arabisch lernen. So. Andere Leute, Bruder, Freund von mir, 2 Jahre Muslim, Amerikaner, kann Arabisch. Warum? Weil der Islam kennengelernt hat. Und als er wusste, wer Allah ist, dann wollte er wissen, was steht in diesem Buch. Und dann hat er Arabisch gelernt. Aber andersrum geht es nicht. Aber andersrum, Achi, geht es nicht. Aber da werden wir noch lange warten, bis das verstanden wird. Alhamdulillah. Und deswegen kennst du Allah nicht. Und dann lernst du auch niemals Arabisch. Weil es geht nur, ist das angekommen. Weil es geht nur aus der einen Richtung, nicht aus der anderen Richtung. Ja, verstanden? Das heißt, und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber die Leute müssen ja Arabisch lernen. Ja, die müssen Arabisch lernen. Alhamdulillah. Aber werden sie so nicht lernen, sondern sie werden es erst lernen, wenn du denen beibringst, wer Allah ist. Punkt. Das ist erstmal die erste Sache. So jetzt, wie lernst du Allah kennen? Wer ist Allah überhaupt? Wenn ich jetzt hier jemand frage, wer ist Allah? Sag mal, wer ist Allah? Glaub mir, was können mir die meisten sagen, wer Allah ist? Schöpfer. Alhamdulillah, aber ich meine jetzt so, ist jetzt gar nicht so, ich meine jetzt nur, wenn dich ein Kukäfer fragen wird, was würdest du darüber sagen? Ach, Alhamdulillah, bist du zum Islam konvertiert, dich nehmen wir jetzt raus, Alhamdulillah. Möge Allah dich festigen, Amin. Und ins Paradies führen, Amin. So, jetzt. Hast du den Koran schon mal gelesen auf Deutsch? Hast du mal gelesen? Guck mal. In diesem Buch steht drin, wie du ins Paradies kommst. Wenn ich dir ein Buch geben würde, wo drin steht, wie verdienst du 1000 Euro in einem Monat, das hast du an einem Tag durchgelesen. Hier steht drin, wie kommst du ins Paradies, nicht 1000 Euro, ins Paradies. Achi, dann lese es wenigstens auf Deutsch eine Übersetzung. Glaub mir, es wird dir viel geben. Leute sind dadurch zum Islam gekommen. Wenn du dort Allah, wenn du dort die Eigenschaft von Allah kennst, dann wirst du nach vorne kommen. Womit ist der Koran zuerst gekommen? Kam der Koran zuerst, bete, faste, mache dies, mache... Nein! Die ersten Suren, die vom Koran herabgesandt worden sind, was war was? Das war was? Wer ist Allah? Was passiert in Jannah? Was passiert in der Hölle? Was ist im Paradies? Na, das musst du als erstes verstehen. Jetzt liest dir mal den Koran durch. Liest dir mal durch, wer Allah ist. Allah, hat der Bruder eben schon gesagt, Alhamdulillah, ist barmherziger zu dir als deine Mutter. Allah ist barmherziger zu seinen Diener als seine Mutter. Allah freut sich über seinen reuigen Diener so, wie jemand, der in der Wüste ist und sein Reittier geht laufen und auf dem Reittier ist der ganze Proviant und er macht sich bereit zum Sterben und legt sich hin. Und er wird wach und das Reittier steht wieder neben ihm. Und er ruft vor lauter Freude, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Gott, weil er sich verspricht vor lauter Freude. Und Allah freut sich mehr. El-Ghafurul Wadud, der Erbarmer, der Liebevolle, subhanallah. Wer ist Allah? Und auf der anderen Seite, wenn du die Macht von Allah siehst, warum lieben einige Leute zum Beispiel Ronaldinho? Weil Ronaldinho hat eine Fähigkeit, die sagen, der kann gut dribbeln, ja, so. Warum lieben einige Leute Bushido? Weil die sagen, der kann gut rappen, auch wenn seine Texte Schrott sind. Ja? Sie lieben ihn wegen einer Fähigkeit.